Ah, tolle Geschichte, Sir. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, die letzte Episode war 1 Stunde 10. Willkommen zurück zu Elden Ring Koop, Dings. Entenring. Ja. Entenring. Mark. Pap. Bleib hier vor. Nein, der Vogel ist in den Abgrund geflogen. Der andere ist entkommen. Wir sehen uns. Ich sehe ihn da vorne. Da vorne noch ruckelnd an den Horizont fliegen. Wir sehen uns in einer besseren Welt. Hier habe ich das erste Mal gelernt, wo der Halig Tree ist. Hier an der Stelle. Kommen Sie, kommen Sie. Stimmt, man kann die von hier sehen. Das sieht doch so dermaßen riesig aus und das ist vielleicht dieser Halig Tree aus den Legenden und vielleicht kommt man da irgendwie hin. Und der ist genau unterm Eisgebiet, man sieht also quasi, dass man da irgendwie runter kann. Ja, ich hab das mit den Halligbaum gar nicht so ernst genommen, weil das war der komische Allsehen, da hat ihr nur erzählt, findet Latenna und dann und dann zum Halig Tree. Und dachte so, ja, was, wo soll ich hin? Hab keine Ahnung, wovon du redest. Halligbaum. Ja, freu dich schon mal auf den Halligbaum, das wird total toll. Ja, den kenne ich noch nicht, da freue ich mich echt drauf. Auf den ganzen Rest sowieso noch. Also ab Mitte Eisgebiet bin ich eigentlich dann schon raus. Da weißt du dann auch nichts mehr. Dann bist du mein Guide für Vollständigkeit aller Items. Wollen wir erst außen kurz machen, oder? Wollen wir schon rein? So viel war ja gar nicht mehr. Oh ja, können wir machen. Ab hinten gab es noch. Irgendwie gab es da noch ein Item, oder? Also wenn einfach. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal einmal rumreiten. Ja. Mit der Bauer zu legen. Genau. So groß ist die Burg genau auch nicht. Eben. Ne, das Eisgebiet, ich glaube, ich war relativ vollständig. Also ich habe da auch viel mit Höhlen verbracht. Ah, da habe ich zum Beispiel, also ich habe da echt noch nichts gemacht. Was hier ist außen noch ein Item, goldene Rune an der Mauer, aber ist nur eine Dreier, also. Die hatte ich, glaube ich. Ich glaube, die hatte ich auch egal. Schon. Also hier ist, glaube ich, auch der offizielle Eingang in die Burg. Hier gibt es immer Fluchfrösche, warum auch immer. Ich glaube, der Eingang ist da, wo wir gerade an der Mauer waren, weil da ist auf jeden Fall auch ein Eingang. Ja. Nee, also, wo ich gesagt habe, da ist der Halig Tree. Da gibt es einen Eingang. Achso, da ist noch einer. Also, das ist ziemlich. Ach, das ist ja ziemlich okay, weil der da vorne ist jetzt. Ich meine, der geht schon auch. Ja, ich mein, die Burg ist jetzt auch relativ überschaubar. Es ist ja einmal der Rundwall, ich glaube, innen drin dreimal und das ist. Den kommst du halt irgendwann hoch und dann war's das, glaube ich. Warte, bin hier der relativ. Boss noch mal. Das ist so ein. Sperrdude? Also auf jeden Fall der Kommandant ist das, oder? Also es ist nicht dieser Kommandant-Typ, der Ads beschwört, sondern es ist irgend so ein. Ach, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall droppt er die Prothese. Ja, dies weiß ich noch. Hier ist noch eine Trinas Lilie. Yay! Das hier muss eine Schlappe in der Nähe. Und Mikellas Lilien. Ja, das, ob das nicht irgendwie ein Hinweis ist, dass wir hier Gegenstände von Mikella und Dings finden. Wenn hier da. Ja. Malenia hat keine Linien. Doch, St. Trina soll wohl Malenia sein. Als Alternativname. Bilor. Ach so? Mhm. Woher weißt du denn das jetzt schon wieder? Woher weiß ich das? Hab ich irgendwo mal gelesen in irgendeinem Dingen. Ich weiß nicht mehr. Ob es einfach im Internet war oder im. Irgendeinem Hinweis. Keine Ahnung. Das ist mir noch nie passiert. Huh. Was denn? Ja. Kann der Papst. Der Papst kann Leute wiederbeleben. Aber man konnte NPCs wiederbeleben. Ich weiß noch nicht, ob das beim Papst ist oder nochmal woanders. Warte, muss ich mal kurz zur Kirche der Gelübde. Da war doch der Papst. Ja. Das ist. Was man kann. Also das, ich mochte eigentlich dieses Feature aus Dark Souls 2, dass du halt an den die Leute dann so ein Grab hatten. Weil ich meine, das ist. Könnten das nicht per Konsole, das ist der Papst schlief. So, warte mal, Himmelszeit? Ich kann hier nach Radagon fragen. Ah ja. Do you possess? Then I would like concerning Radagon repented his territorial aggression. The order of the Erdtree. This miracle blesses the church, and so you need to restore any bond. Okay, gut, also du kannst das nur benutzen um jedes Dingens mit den Himmelstau kannst du es rückwärts sagen. Ja, bei dem steht da nichts von. Also du kriegst Absolution in jeder Hinsicht, aber ansonsten. Ihr braucht keine Absolution, ja, und das, der Schrein der Wiederbelebung ist hier nicht. Ja.
Warte mal. Es war natürlich sehr klug von mir, jetzt wieder zu reisen, weil jetzt muss ich wegen den ganzen. Na gut. Ja, das. Weiß nicht, bist du noch beschäftigt mit irgendwas? Ich stehe hier rum und warte. Achso, gut. Ich bin ja gerade mal kurz zum Papst gerissen, aber das war eigentlich total dumm. Weil ich stand ja eigentlich gerade genau schon an der richtigen Stelle. Ja, ja. Also ich hätte ja eigentlich nur das Spiel eröffnen müssen und alles wäre gut gewesen. Aber ich wüsste nicht, dass man in Elden Ring irgendwie die NPCs wiederbeleben kann. Ich gucke das kurz. NPC Revive Elden Ring. Weil... Wie unterscheidet denn das Spiel damit, dass du einen NPC, dass ein NPC ist, der wegen der Quest gestorben ist und so? Wenn die Toten nicht tot bleiben? Ne, das kann ich eigentlich nicht vorstellen. Weil du hast ja... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht, weil die droppen mir ihre Perlen. Und das System würde ja nur Sinn ergeben, wenn du Leute nicht wiederbeleben kannst. You will have the opportunity to ask for forgiveness, potentially making NPCs you've angered become friendly with you once again, or even bringing some back from the dead. Bla bla bla. Ach, du kannst some back from the dead. Some will remain dead, no matter how many times you ask for absolution. Okay, also geht es bei Patches wohl nicht und es ist einfach von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Achso, okay, das bestimmt. Frag mich, wen kannst du denn zurückbringen, wen nicht? Im Anzug. Also andere Quest-NPCs halt, die du vielleicht wirklich einfach brauchst, so wie Tanith zum Beispiel. Oder so. Tanith kannst du nicht angreifen. Die kannst, stimmt, das ja. Ding ist, die kann ja gar nicht erst in den Zustand kommen, dass sie tot ist. Also deswegen. Doch. Wenn sie noch bei Rykard sitzt und seine Leiche hier ist, weil auf einem Server, ja, wo ich da bin, werden keine riesigen Schlangenleichen gegessen. Das passiert hier nicht. Ich werde sie auch wieder töten. Ja, das ist... Die Quest können wir eh nicht beenden, weil du musst ihr nämlich, sie war mal eine Tänzerin und ja. Patches gibt dir als letzten Teil, gibt dir so eine Kastagnetten oder so und die kannst du Tanith geben und dann erinnerst du dich irgendwie an ihre Ursprünge und dann ist das ihre Quest. Ah, okay, das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ich habe sie gesehen, wie sie versucht hat, den riesigen Schlangenkopf zu essen, da habe ich gesagt, Alter, nee. Fuck you. Ja, ich habe sie halt auch irgendwie beim dritten Mal immer noch nichts anderes gemacht, als diesen Kopf zu essen. Dachte mir, ja komm, jetzt reicht's. Jetzt hau ich so um. Und dann hab ich irgendwie drei Tage später immer geschrieben, ja, du musst doch zur Patches-Quest, du musst denn noch zur Festung, zur Schattenburg. Und da kannst du denn... Naja, aber dann war das helfen zu spät. Apro Schattenburg, wo bist du? Ich bin bei der Schattenburg. Ich suche gerade den Sprungpunkt, den du erwähnt hattest. Da stehe ich. Da, wo ich stehe, da ist der. Oh, hier kann man nicht raten, oder wie? Und? Nicht pferdegerecht, zur Burg. Bist du jetzt immer am anderen Eingang? Weil ich bin hier bei so einem Leuchtfeuer. Also direkt vor mir ist ein Leuchtfeuer. Das ich mal vorhin hätte nehmen sollen. Ach, da ist das Ding. Und ich habe ja noch eine wichtige Aufgabe. Ja, ich hab mich... Dein Schwert ist wenigstens lang genug dafür. Ich kann das gar nicht so gut machen. Ah, ich finde die Sitze klasse. Hallo. Ein Leuchteding? Ah, das ist der Eingang zu einem Dungeon. Kann man nicht mehr... Pferden, genau. Wie sagtest du gerade? Nicht pferdegerecht. Ja. Was für ein Schimmel, ja, ich dachte, ich ahne, das ist einer von der Fraktion, ich umarme dich. Ich mag die nicht. Man wird übrigens auf so einem Festival erstaunlich oft umarmt, wenn du so ein Hack-Me-T-Shirt-Schild in der Hand hast. Wenn man das mag, aber wenn man das mag, dann wird man sich wahrscheinlich davor entschieden haben, dieses Hack-Me-T-Shirt käuflich zu erwerben. Also ist es dann doch. Nein, nicht T-Shirt. Ich hatte so ein Schild, einfach so ein Stück Pappe, so umgedrehter, so Reste vom. Vom Dosenkasten. Ah. Und dann bin ich mit so einem Free Hacks-T-Shirt rumgerannt. Also ich würde mal sagen, so 80-20 ist der Schnitt zwischen Mädels und Männer. Und 80% sind die Männer. Ja, nun. Ja, aber trotzdem witzig. Oh, guck mal. Okay. Ja, der wird ja beide getroffen. Alter, nein, mich nicht anparfümen. Sir, ich rieche doch gut, lassen Sie das. Stecken Sie das schwer weg. Ah, hier war ich ein bisschen unterlevelig, wo ich hier war und bin tatsächlich ein paar Mal gestorben. Also, was ist das für ein Arbeitszimmer? Da ist einfach kein Dach und hier steht nur dieser Tisch rum. Da ist irgendwie komische Scheiße und da sind noch nervige Untote in der Ecke. Also, das ist ja...
Nicht, was dieser Mann hier will. Wann hat es hier das letzte Mal geregnet? So, was war denn das hier eigentlich? Also, wenn das hier Dark Souls 2 wäre, würde ich ja denken, dass hier das Rüstungszerfallsumpf, aber. Ah, ne, das ist ganz normal. Achso, das ist, du kannst nicht Rollengift. Quasi. Rostzone. Fleckenangriff. Die waren doch auch noch nicht da. Die fallen da von der Wand. Ja, achso. Ja, ich erinnere dich daran, dass Dark Souls 2 hatte in der Tat einen Rüstungszerfall. So. Ja, ich weiß. Ein kleinen. Und diese Rosturnen. Hier geht's noch runter, ne? Na, ich wollte irgendwie gerade Twiggy hochspringen, aber das ging nicht. Was lag hier noch? Ah, das Bild. Gar nicht so. Das Bild, oh, wo ist denn das? Unwichtig. Da ist irgendein. Lied des Held. Ist vorm Gelmir. Und da ist irgendein. Grab. Alter. Ach, ich weiß, wo das ist. Das ist oben, da steht ein Assassine davor. Okay. Das, kannst du mittlerweile Wegpunkte sehen, wenn ich die setze? Das ist genau hier. Ja, ist ja. Das. Ja, okay. Ich sehe es, ja. Passt. Weil, surprise, surprise, an dem bin ich auch ein paar Mal gestorben, an diesen Drecksassassinen, weil das wieder so ein Schattendude war und ich war wieder unterlevelig. Wie war ich andauernd unterlevelig? Aber ich war einfach nur schlecht, was weiß ich. Speaking of which, ja? 119 bin ich, was bist du für ein Level? 116? Wann bist du denn 119 geworden? Ich hab gerade ein paar Seelen rausgehauen, die ich beim Dings bekommen habe, beim Connecten. Also, das hat irgendwie so ein halbes Level gebracht. Achso, hier ist ja die Signale von vorhin, okay, dann können wir hier runter. Ah, sorry. Ne, ich hab bei Bernal auch alle Weapon-Arts gekauft, die ich kaufen konnte. Das hab ich nicht gemacht. Die ich alle nicht nutzen kann, weil ich die Waffen dafür nicht habe, aber naja. Erstmal haben. Ja. Ach, das sind die aus Leonia, die sind hier eingewandert. Ja, das sind die Glockenbärens. Gut, dass wir sie töten, bevor sie auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Um zu glöcknern. Irgendwo ist hier auf jeden Fall noch so ein Glöckner-Reiter. Ja. Oder Glock. Ist jetzt noch nicht geglockt. Das spricht für ihn. Das habe ich ihm im schnellen Tod gegeben. Aus Respekt. Oder so. Ein Bro. Glockenbernd. Ja. So, finde ich sehr gnädig von mir. Da oben höre ich schon wieder Glöckner an. Oh. Ich weiß gar nicht, was die darstellen wollen, diese Glöckner-Berns. Vielleicht wollen die mich auch einfach nur trollen. Das wäre nicht undenkbar. Ernsthaft. Hör auf zu glöcknern. Jetzt frage ich mich gerade, warum ich denn hier so hart. Also, ich hatte übel Probleme in diesem Gebiet. Achso, wegen den Parfümeuren, weil ich die Solo ganz schlecht totgekriegt habe. Ja, mit denen habe ich Solo auch ziemlich gestruggelt, wo wir das erste Mal waren. Oh nein, ich bin vergiftet. Ach nö, der. Ja, das war doch das nächste Ding. Was? Ich rette dich. Bestimmt. Du rettest dich selber. Der ganze Rüstung ist voll mit Blut und Gift jetzt, so ein Scheiß. Oh nein. Ist mir da runtergefallen. Anyway. Oh nein, das sind. Ach nö, Mann. Oh nein, okay, jetzt weiß ich, woran ich gestorben bin. Ich erinnere mich wieder. Jo. So, Flamme von Udo und mach ihn fertig. Gnädige Frau, würden Sie bitte damit aufhören? Ich bin doch gerade von dem Dach da gefallen, während das Vieh gerade am Ausrasten war. Das hier zählt jetzt Gift? Ich stehe doch nicht mal im Gift. Das ist eine Frechheit. Aber mit diesem Spell ist es so angenehm, diese ganzen Giftsümpfe und so zu machen. Ja. Absolutes MVP-Gerät. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Das hätte man ja nicht immer bei haben können, ne? Also gerade diese Scharlachhöhlen sind ja quasi ein Genuss damit. Ja, aber die haben ja halt all meine Boli gekostet beim letzten Mal. Ich dachte, der Fäulnis ist. Wo ich hier war. Nee, da konnte ich. Achso, ja, der Fäulnis. Nee, das ging. Ich war ja vorher in dieser anderen Gifthülle, wo es dieses, Dings gab. So, ich gibt. Genau, hier ist der Eingang, den wir letztes Mal benutzt haben. Hier kannst du einfach auch rein. Achso, oh. Oh, naja gut. Ja, den habe ich glaube ich letztes Mal auch genutzt, diesen Eingang. Und hier ist was? Ah, hier sind noch mehr Blumenbeeren.
Apropos Blumenbeeren. Wie reagieren die eigentlich so auf Wahnsinn? Oh, ganz gut. Ja, ich weiß, du hast eindeutig das bessere Feuer, aber das ist mir egal. Ich hab den Wahnsinn! Ich finde den Wahnsinn eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ja, er hat bloß leider einen eingebauten Limitierer. Ja. Obwohl wir mittlerweile so viel, was auch immer das bestimmt, wie viel Wahnsinn du haben kannst, dass es ganz gut geht eigentlich. Das stimmt, also du kannst 2-3 Mal casten, voll aufgeladen. Ja, und das war letztes Mal, glaube ich, 2 Mal ganz am Anfang, ne? Und dann war eigentlich kurz vor knapp. Ja. War nicht mal aufgeladen, wir haben ja später rausgefunden, dass man ihn aufladen kann. Vorne hat es noch ein Item an dem Turm, das ich irgendwie übersehen habe. Ach nee, das habe ich nicht übersehen, wir waren hier noch gar nicht um den Wald, weil wir... So, das ist übrigens ein neutralisierender Boli, falls du zu viel Giftschaden nimmst. Ja, die sind aber echt praktisch hier, die liegen hier so mal passend. Normal liegen die Dinger immer am Arsch der Welt, du musst jetzt mal nachgucken, was das ist, und dann denkst du dir, ja Gott, wie nutzlos ist das denn? Dann vergisst du nach einer halben Stunde wieder, dass die existieren und dass du sie hattest. Ja, das Problem hier ist aber, also generell an diesen Verbrauchsmaterialien, die halt irgendwas machen, dass wenn du nicht gut in diesem Spiel bist und halt irgendwie viel Panik oder oft stirbst oder einfach nur unterlevelig bist, dann verbrauchst du halt diese Verbrauchsgegenstände ruckzuck und dann wirst du nochmal doppelt dafür bestraft, dass du ganz wenig Antigiftzeug hast. Ja. Ich meine, die zwei Bodhi, ich glaube, ich wurde bis jetzt 2 Mal vergiftet, also die 2 Bodhi hätten jetzt genau gereicht für meine Zwecke. Da gibt's jetzt Crafting hier auch noch. Ja. Also ich glaube, bis hierhin bin ich auch 3 Mal gestorben, schon 2 Mal an diesem komischen anderen Vieh. Da hatte oft wenig Esti. Und jetzt drücken wir hier uns einfach durch, ohne große Probleme. Ja, ja, ist schon ganz angenehm. Diese Mobs hier sind da wirklich auch ultra-Jose. Ja, die sind vor allen Dingen nervig, wenn du sie ignorierst. Wenn du sie mit was anderes beschäftigt hast, dann kommt auf einmal so ein Umarmungsbär von der Seite an. Und das dann sind sie eigentlich eher nervig. Oder hab ich eine Mauer hier? Oder sowas passiert. Bischof Bert Move. Vielleicht hab ich das Glück nur geschupft. Glassplitter, die können glaube ich auch nichts. Ach ja, hier natürlich wieder ein Reihenfolge-Ritter. Oh. Die Wand ist aber immer so blau. Das könnte jeder gewesen sein. Na denn. Wir finden... Ah, okay, nee, wir müssen gar nicht den Boss besiegen. Das ist die Prothese. Aber das erklärt natürlich auch, warum jetzt hier ein Reihenfolge-Ritter vorsteht, weil wenn das Ding mit Millicent ist, ist es natürlich vollkommen klar. Und weil sie hat ja dieses Scharlachfäule-Dingens, da passt natürlich der Reihenfolge-Ritter komplett thematisch dazu. Das ist der Hint für die Leute, die über ein Gehirn und ein Gedächtnis gleichermaßen verfügen. Fäulnis, ja, Millicent hat nur einen Arm. Rata, rata, rata. Ja. Keine Ahnung, warum er hier in der Wand steht, aber er wird so eine Gründe haben. Mikrofon muted. Ach, hier kann man noch raus, außerdem, gell? Über diese komischen Dinger springen und da gibt's noch irgendwas krasses. Oder? Nee. Die hab's da, nee, da kommt man über die Steine. Nee, oder war das was anderes? Irgendwo konnte man noch außen hier lang springen. Ach, stimmt, ja, an der Wand irgendwo, ne? Da war das aber hier... So ein Steinding, oder war das sogar das? Nee, das kann eigentlich nicht sein, dass das war, oder? Vielleicht. Das sieht nicht so gut springbar aus. Hier lang und dann dahin. Hier auf dieses Vordach, maybe. Und dann da drauf. Hier nach da. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Mistlands, wie du da über die Steine springst. Stimmt, ja. Und dann hier und dann da und dann sind unten Fluchfrösche, wie schön. Ich glaube, das war's aber übrigens nicht. Hier kommt man bestimmt da hinten liegt auf jeden Fall noch ein Item im Busch, sehe ich aber gerade. Was hier oben auf dem Gebiet oder wie? Ne, da vorne ist so eine Holzbrücke. Siehst du das nicht von hier aus? Richtung Süden hart. Da an der Wand ist so ein Holz. Das ist so eine Leiche. Die hat ein Item bei mir. Okay, bei dir anscheinend nicht. Du hast es schon. Nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Auf dem Baum oder was? Okay, dann hast du. Ich habe jetzt hier gerade das Feuerpferd mit der Kordel geholt. Aber das ist ja eigentlich das normale Gebiet hier noch, wo wir sind.
Hier kommt man noch anders irgendwie hin. Okay, wir haben das einfach nur übersehen, oder? Ne, hier vorne. Also hier davon liegt im Zeug liegt auch noch ein Item, aber hier, Mark. Hier. Ja, da bei diesen, hier bei diesen grünen Fluchfrosch. Hier waren wir noch nicht. So. Hier liegt nämlich ein goldene Rune 6. Auch noch nicht. Der grüne Frosch. Nimm die, ist der Frosch. Ja, vorhin war auch so ein anderes Vieh, so eine Schnecke grün. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Außer, dass sie halt grün ist. Oh. Meinst du, es ist das blaue Lichtprinzip? Ich denke auch. Das ist vor allem grün. So, hier haben wir noch einen Giftblüte. Welche Überraschung. Okay, aber hier scheint jetzt kein Item zu sein. Aber ich könnte schwören, dass es irgendwo hier so eine Sprungstelle gab, wo man über so Kackfelsen springen musste. Aber dann waren es wohl einfach nicht die. Irgendwas in der Richtung habe ich aber auch irgendwie... meine ich mal gesehen zu haben. Ja, aber hier sind wir unten einfach. Das macht eigentlich keinen Sinn, da drüber zu springen, weil hier kommt man einfach zu Fuß hin. Weil ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen... wie haben wir die Stelle eigentlich überhaupt übersehen? Wir sind doch eigentlich genau hier rausgekommen. Hey. Gute Frage. Wir sind doch oben auf einer Mauer gesprungen. Hä? Wie haben wir diese Stelle übersehen? Ah, guck mal. Oder ist das Leuchtfeuer, ist das Feuer, was da vorne ist? Das, ne, wo ist denn das Leuchtfeuer, wo wir herkommen? Komm mal mit. Weil da unten kriegt noch Leichen rum. Weil hier gibt's auch noch was. Hier gegenüber ist noch so ein Toter da oben. Auf dem Vordach, der so mit den Armen ja. Darunter. Ja, da kommen wir aber hin, wenn unten im Sumpf ist eine Leiter, wo man da hochkrabbeln kann. Das weiß ich, weil ich dann gestorben bin, während mir der Glockenbernd da unten so einen komischen Totenkopf an den Kopf geworfen hat. Bei der Hände ist die Cam ist heute wieder asynchron. Gerade? Nee. Ah ja, Warte mal, ich muss mal kurz hier Tondinge tun. Mal. Ärger mal den Gnöckner. So, zack. Ich hab ihn noch nicht. Ja, nee, hab ich noch nicht. Hallo, doch, doch. Doch, er hört mich, oder? Ja, ich höre dich nicht. Warum höre ich dich nicht? Moment. Hallo. Das ist ein Elend hier mit dieser Technik. Nie klappt was. Hallo. Hallo. Okay, ich höre dich. Du hörst anscheinend auch mich, aber sonst würdest du ja nicht antworten. Hallo. Nee. Okay, gut. Gut. Bin hier mal runtergesprungen. Fange hier gerade an, diese Quatschmobs zu klopfen. Dann ist das Spiel bestimmt vorhin wegen der Cam abgestürzt. Quatsch, wegen dem Mikrofon. Schade, ich dachte, ich hätte das Problem griffig recht. Naja. Hier sind noch mehr Leichen. Aufs Behalten. Ach. Hattest du. Nein, ich bin vergiftet. Das zählt hier übrigens als Giftboden, fällt mir gerade so auf. Das hier? Nee, du bist nur gerollt. Ach so. So ist es. Ich glaube, ich sollte doch mal lieber Essos trinken. Ach ja. Hey, ist so eine Urne. Kann man nicht hinmachen. Da liegt so eine Urne und die ist unzerstörbar. Oh nein. Oh nein. Den habe ich zum Glück überhaupt nicht kommen sehen. Was ist denn aus dem Reiter geworden? Hast du dir den schon geschnappt? Der ist, schon in einer besseren Welt, ja. Das ist gut, weil die hier ist, glaube ich, gar nicht so geil. Das würde er uns wahrscheinlich nicht übel nehmen. Aber er ist auch am Rumglocken. Warum ist denn das jetzt hier eigentlich wieder langsam Gift? Was soll denn das? Keine Ahnung, aber es ist übel nervig. Aber ich habe ja zum Glück ein gutes Gegenmittel. Springen. Ja, in der Leiter bin ich mal gestorben beim Versuch, sie hochzukrabbeln. Schön, dass ich mich noch an die einzelnen Tode erinnern kann, die ja mal passiert sind. Ach ja. An seine schmerzhaftesten Niederlagen erinnert er sich. Ja. Hier sind 1000. Zwei Parfümeure. Dann lass mich mal zum Volk sprechen.
Oh, meine Mana ist aus. Auf halbem Weg? Ey, die haben SD-Boy. Der ist, der benutzt die unfaire Taktik, der benutzt... Die leben ja beide noch. Also, lebten. Ich hab noch einen Mana Estus, ich muss mal ein bisschen haushalten jetzt. Ja, oh nein, schrecklich, wenn wir nicht in einen Durchgang bis zum Boss kommen. Hier sind übrigens noch ein paar von mir. Nee. Mist. Auf der. Die haben einen ganz guten Gap. Auf da Sachen zu parfümieren, du Widerling. Die haben einen ganz guten Gap Increase? Das Gegenteil von einem Gap Closer? Auf jeden Fall kommen die ganz gut weg. Self Peel. Ja. Ja, stimmt. Sie können gut peelen. Das ist schon. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, wenn die so mal wegspringen. Hm. Naja. Ja, hier sind aber auch keine Steine, die man. Oder doch? Ich weiß halt nicht, ob da was ist, aber das könnte auch schon die Stelle sein. Und wir könnten uns sonst wieder zum Start. Wir können auch mal das nächste Feuer holen hier. Das muss hier vorne doch irgendwo sein. Aber. Naja, also, ich spring mal da lang. Sie können jetzt. Lauf ich halt kurz. Aber ich. Ich glaube, das, ja, das könnte das hier gewesen sein, tatsächlich. Ich hoffe einfach, dass du nichts findest. Ich mache ihn jetzt zum Feuer auf. Oder zum nächstbesten Item, was hier noch liegt. Ich hoffe immer, diese Bude eigentlich so in den Giftsee hier versunken ist. Das haben die Leute falsch gemacht. Frage. Ja, hier liegt noch ein Item. Oh nein, das ist ja ernst. Ist ein Steinschwert, das ist okay, brauchen wir nicht. Man kommt über ein paar Schnecken raus, die bei einer Gift... über einem Giftpilz sitzen. Wie sonst? Du hast wahrscheinlich gerade 5 oder 6 Schnecken getötet, weil ich gerade jetzt gute Idee kriege. Ich habe 3 gekillt, die standen auf so einem Haufen wie so ein paar Deppen. Ach so. Jetzt außer. So, und willst du das laufen oder willst du einfach zum Leuchtfeuer teleportieren? Ja, wenn du das nächste hast, dann würde ich auf jeden Fall dahin porten. Das ist eine halbe Leiter, die man so halb runter leitern könnte. Aha. Wir müssen von da aus nochmal kurz zurück vom inneren Tor. Ich kann mir diese Leiter noch runterlassen, wobei die bringt, glaube ich, auch nichts. Also können wir es eigentlich auch leiden lassen. Ja. Leiter. Diese Leiter. Ja. Aber ich habe gehört, Leitern sind richtig toller Quatsch. Scheiß auf diese Leiter. Ich lehne das Konzept ein, ab. Einlehne ich es auch, wobei ich nicht weiß, was das heißen soll. Dich einlehnen auf etwas? Ja, ja. Das ist, glaube ich, macht semantisch keinen Sinn. Konzepte einlehnen. Ja. Oh nein. Oh, die Reiter? Hey, ist so ein Geist. Aus Marais ist. Okay. Wo bist du gerade? Noch nicht die Leitung. Wo. War noch so ein Geist in der Ecke. Ich wollte wissen, was denn seine Story ist. Warum sitzt der in dieser Ecke? Ja, aber es gab doch noch was anderes. Wenn du nochmal zurückgehen möchtest, wo wir herkamen, da war doch noch ein. So. War noch ein anderer Gang. Ich bin da nicht, ja. Bin da nicht mit dir hergereist. Ich komme sofort. Das ist zu spät. Verstorben. Ja, ich bin unlängst aus dem Reich der Lebenden getreten. Verpetert worden. Mein absoluter Lieblingsgegner. Mal wieder. Jedes Mal. Diese Drecksviecher. Das ist mein ewiger Fluch, diese Viecher. Weiß nicht, warum ich mich gerade an denen so schwer fühle. Die haben eigentlich eine Strategie, die man gegen die einsetzen kann. Also nicht die hier. Diese Grabunholde da. Heißen die so? Ja, 8-armige Ghouls aus der Hölle. Oh. Achtung, Kotze. Ich bin doch tatsächlich am Gift gestorben, ne? Warten Sie kurz, bevor Sie resetten. Das Rennen. Ich glaube, die respawnen eh nicht. Ich muss auch nochmal kurz zum Feuer. Was passiert? Achso, mein Lebensbalken ist leer und ich habe noch 2 Estes gebracht. Die hole ich mir eben wieder. Achso. Okay, diese Viecher respawnen. Das Mist.
Oh. Hallo. Na gut, dann haben wir doch das jetzt endlich mal gelöst, das Problem. Schön. Hätten wir das ja geklärt. Es gibt aber 3 vollendes Fett dafür. Wow. Cool. Ja, also das, ohne die hätten wir auf jeden Fall diesen Run nicht beenden können, nehme ich an. Was macht das denn überhaupt? Scharlachfäule auf die Waffe. Also ist nicht ja, so schlecht, wenn du so einen richtig schweren Boss hast und den ein bisschen klopfst damit. Irgendwie schaffst du ihm Scharlachfäule zu überzubraten, dann ist ganz cool. Aber es ist bei schwierigen Boss nicht das Problem, dass man meistens eh keine Hits reinkriegt und eigentlich nur stumpf mehr Damage machen. Ja, das Ding ist aber dadurch, dass es halt diese Kriegsarschen gibt, du halt quasi jede Waffe mit irgendwelchen Effekten übersehen kannst und irgendwas davon skaliert ja mit dem, was du machst. Ja, aber effektiver ist halt, wenn du es nicht magisch enchantest und dann auch noch Fett drauf machst. Das ist halt dann, hast du den maximalen Output, das ist halt der allerbeste, aber. Oder halt statt Fett Magie benutzt, also so ein. Und Waffenverbesserungsmagie-Zeug. Ja. Was für ein legendäres Schwert meint er eigentlich? Achso, das Ding, was wir gefunden haben, den Aster-Ameisen-Dings. Ist wahrscheinlich das legendäre Schwert des Haus Marais. Ist nicht legendär, ist nur episch tatsächlich. Also von der Stufe. Vielleicht gibt's hier noch ein legendäres Schwert, was hier irgendwo rumfährt. Vielleicht heißt es doch einfach Schwert von Haus Marais oder so. Ja, aber es hieß doch, dass dieser Idiot von dem Haus, der das Schloss verlassen hat, das legendäre Schwert mitgenommen haben. Und wir haben doch den Typen Malaik Marais erschlagen und der hatte doch das legendäre Schwert. Aber das war ja, also das legendäre ist ja das, das ich habe hier. Das ist eine legendäre Type-Waffe. Andere ist, glaube ich, nur blau, also episch. Ich glaube, das nehmen die nicht so ernst mit der Definition. Ich weiß nicht, wo es weitergeht, ob es bei dir da oben war oder hier draußen im Hof. Guck mal kurz hier hoch, wer da wohnt. Hier draußen hat's. Hier sitzt ein Typ auf dem Stuhl, aber ist ziemlich tot. Also hier gibt's noch irgendwelche Reihenfolderitte. Stuhlboy hat eine Hand. Die sieht zum Teufel Mörs. Sonst ist hier eher chillig. Stuhlboy. In der Terrasse. Bis chillens. Na gut, die Terrasse steht hin. Komm ich mal zu dir und hol mir noch dieses chillige Buch. Ich will kurz mit dem Boot. Sein Name ist Frank. Frank? Na, ich denke, ich mal Frank besuchen. Gucken, was Frankie Boy noch zu sagen hat. Elden Ring braucht einfach mal 5 GB RAM. Cool. So, Frank? Ach, hier ist Frank. Oh, Frank, grüß dich, altes Hütte. Wie läuft's denn so? Altes Hütte? Altes Hütte, genau. Was können wir jetzt Neues herstellen? Jetzt können wir auch blutrotes, verbraucht FP verursacht Kurzraserei. Verbraucht FP verströmt Giftnebel aus dem Mund. Parfüm. Also wir haben einmal giftig und einmal ätzend Spürring. Der eine macht aus dem Mund und der andere macht aus eurem Mund. Aha. Ist natürlich ein großer Unterschied. Erbauliches Aroma stärkt Angriffszeit eines Verbündeten, reduziert einmalig Schaden. Das ist ein Schild. Ach stimmt, das war so ein Schild-Ding. Ein Schild-Potion. Ja, das kann ja die Trainer auch, dieses einmal Damage abhalten. Das fand ich immer ziemlich sinnlos, weil irgendwas Kleines trifft dich ja meistens, selbst in so einem Bossfight. Weil die sich ja meistens nicht zu ver... Sieht so aus, könnte man da noch was finden. Links hier jetzt irgendwie, weil da ist so eine Altersblüte. Wo? Oder ist es... Nee, das hier sind wir... Ach nee, das ist einfach unten, wo wir langreiten können. Okay, never mind. Ich dachte gerade, dass das ist vielleicht noch ein bisschen Burgfried. Ich glaube, hier war einfach noch so ein Parfümeur oder so ein Page. Okay, das ist er nicht. Das ist er. Aber schau doch, wie ich mich daran erinnert habe, dass hier noch ein Page rumläuft. Hier müsste noch ein dicker Ritter oder irgendwie sowas sein im Innenhof, oder? Ja, da ist er noch. Nee, die Reihenfolge-Ritter sind doch eigentlich gar nicht so schlimm. Nee, die Pagen meinte ich auch. Achso, ja. Vor allem den einen Altus, der... Oh, der hat die Reihenfolge-Ritter gedroppt. Und das Schwert des Reihenfolge-Ritters. Ich hab den Helm. Der ist schick, tatsächlich. Moment. Kurz anprobieren. Ja, okay, der ist schon cool. Ja. Dann sieht das endlich mal aus wie ein richtiger Ritter. Reihenfolge-Ritter. Da ist vor allen Dingen noch ewig viel Cape dran an dem Ding. Ja. Das sieht auf jeden Fall richtig nach hinten.
Naja. Kann man den noch abändern, dass er nicht so viel Cap hat. Cape. Ach, guck mal, hier ist eine Leiter, die man treten kann. Die können wir noch runterlassen. Jetzt haben wir es endlich getan. Yay. Lieber Munch, können die Tür eingetreten. Ich trete ein, die Tür. Was hier noch? Hier kamen wir doch nicht her, oder? Ah. Weiß ich nicht. Also wenn da ein Wolf ist, wahrscheinlich nicht. Spielstein 5. Was ist hier? Das kauft man. Ah doch, hier kamen wir her. Hier haben wir den Pagen gemacht. Ach, wir sind einfach an dem Ding vorbeigelaufen vorhin. Ja. Wir sind nicht nach rechts, weil das kam mir nämlich noch unbekannt vor. Okay. Einmal ja, man kann, nicht in alle Richtungen gleichzeitig laufen. So, dann müsste jetzt eigentlich nur noch Bossbären kommen und dann haben wir's. Ja. Und hier triffst du denn zum letzten Mal, glaube ich, nochmal Patches. Oder, ich glaube, hier liegt eine Notiz. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, du triffst ihn in seiner Höhle. Du findest hier eine Notiz und da steht dann drauf, komm zurück in meine Höhle. Ach! Der. Ach! Ja, der Dings, der... Langfernjäger. Doch, der hat, glaube ich, ein legendäres Schwert, was hier droppt. Ja, auf jeden Fall ist das ein Kampf, den wir, glaube ich, ernst nehmen müssen, ne? Ist auf jeden Fall nicht so squishy wie so ein Vorgänger. An Bossen, die wir letzter Zeit gemacht haben, die Höhlenbosse, die waren... Ja, die waren irgendwie alle wesentlich besiegbarer als das hier, ne? Ist ja, der hat sich gerade einfach unter meinem Bit. Ist das sein Ernst, Elmar? Ist das sein Ernst, Elmo? Bitte? Ja, der hat dich gegrabt. Ja, aber ich war ewig weit weg. Zumindest hat er danach das Interesse an mir verloren. Nicht in Elmer von den Dornenturns. Da warst du nicht ewig weit weg, da warst du genau neben ihm. Nee, er hat halt so ein Darth Vader Grab. Er musste sich nicht wirklich mit der Hand treffen. Mann, alle. Au. Ich find's ziemlich geil, dass er einfach das Ziel wechseln kann, während er das castet. Ja. Dieses. Wirbelzwirbel. Ah. Oh nein. Nicht den. Ah! Also, ernst muss man jetzt doch nicht nehmen. Also, er hat mich zwischendurch. Ah, doch, Henkerschwert der Marais. Okay, gut, er hat doch noch ein legendäres Schwert, das wirklich legendär ist. Guck mal, hier sind sogar Reihenfäule-Rüstungen, weil er der Letzte ist, der an Scharlach geglaubt hat. Deswegen sind die Reihenfäule-Rüstungen. Wenn man die ganzen kleinen Details ein bisschen anschaut, hier ist sogar ein Bild von Malenia. Das geschichtsreiche Schwert von Haus Marais, der Henkersfamilie in der Schattenburg residiert, einer der legendären Waffen. Der Klangpalenjäger Erlemer von der Dorn stahl diese Waffe vom Ort seiner drohenden Hinrichtung. Mit den Kampfkünsten seiner Heimat Echoheit erschuf er daraus ein völlig neues Schwert. Echoheits tanzende Klinge. Okay, ich glaube, von Echoheit haben wir noch nie was gehört, oder? Hey, in der Tat, das ist Malenia. Grüß dich. Ja, und die Rüstung hier? Ist das hier? Nee, das ist ja auch eine reinvolle Rüstung. Ja, das ist die Reinfälle, den hatte ich. Genau den habe ich gerade gekriegt. Mit diesen Flügeln und diesen breiten Visier mit den. Ja. Das ist auch die Rüstung, nur halt ohne Dings. Also hier müssen wir jetzt glauben, dass die reinvolle Ritter aus der Schattenburg kommen. Oh, die hängen überall, ja. Wenn ihr gut. Nur hier angebetet. Ja, dann müssen wir wieder zu Lück. Und zwar zum Aussichthügel, um dann mit Millicent zu quatschen. Das machen wahrscheinlich am besten jeder in seiner eigenen Welt, oder? Mal gucken, ob die bei mir da ist. Und ansonsten? Wahrscheinlich ja. Map. Map. Ich kann sogar wieder ein Level machen. Vielleicht. Du hast bei mir nicht diese Aufsteh-Animation gemacht. Also, wir können jetzt noch eine Flasche verstärken, falls du es nicht schon lange getan hast. Gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ich kann mit Melina sprechen. Hallo, Melina. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gemacht, wo wir hier schon waren. Ich möchte dir bestimmt erklären, dass wir jetzt der Hauptstadt ganz nahe sind und wir bald am Earthsea sind und dann sie uns leider verlässt. Und das Gespräch hatte ich schon in dieser anderen Kammer. So. Hallo, Millicent. Grüß dich. Danke, Melina. Wir sehen uns. You go, girl. Okay, ich kann dir den dummen Henkersarm nicht geben. Ach. Ja, ich gehe mal zurück, weil bei mir steht's hier ja nicht rum. Okay, dann. Tschüss.
Ja, ist ja gut jetzt hier. Ich weiß, dass bei mir jetzt auch verbuggt ist, aber eigentlich. Ich habe den Arm ja im Inventar. Ich meine, warum soll dieser Trigger scheitern? Bin ich auf hier gespawnt und um mich herum sind erstmal alle Stühle kaputt gegangen. So. Das ist die Explosion deines Erscheins. Ja. Ah, in truth, it's been smooth. The Scarlet Rot is as such. Okay, bei mir hat sie gerade mit diesem Schwertarm Unterhaltung nochmal geführt und dieses hatte gar nicht mehr von diesem Robust erzählt. So, hier. Was hat sie eigentlich für Augen? Ich könnte die überreichen. Ja, ich jetzt auch. Ach, jetzt sagt sie den Spruch, den sie vorher schon gesagt hat. Also ich habe bei mir den Spruch gesagt, den sie hatte, wenn sie es schon den Arm schon hätte. Okay, warte, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal hinreißen, dann steht sie, glaube ich, danach mit dem Arm in der Hand und sagt dann, sie macht sich jetzt auf und dankt mir nochmal ganz toll, und dass der Arm so toll ist. Ist sie jetzt überhaupt noch da? Ja, stimmt, sie steht noch da. Danke für den Arm, gell? Ja, dann, da hat sie jetzt den Arm dran, ne? Nee, jetzt steht sie auch noch ohne Arm da. Achso, gut, das ist jetzt geschafft, und genau, wenn wir irgendwie weiterreisen, dann ist sie, glaube ich, irgendwann da. Das müsste passen eigentlich. Hoffe ich. Gut, ich mach da mal wieder auf hier. Mhm. Yep. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Achso, wir könnten mal eigentlich zur zweiten Küche von. Den Drachen rushen, theoretisch, wenn wir Lust haben. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der Drache ist. Du musst mich führen. Zeig ich dir dann. Dann kriegen wir mal einen neuen Glaubensspell und der ist lustig. Ja, wir könnten auch noch Godfrey schnell nochmal besuchen. Es gibt hier noch so ein Grab direkt neben dem so ein Hügel. Meine Fresse! Evergoal! Siegelgefängnis! Auch machen. Effigy auf Malenia. Nix. Lange Arbeitstag. Ja. Gegner zu Fall gebracht, endlich. Wie sind's? 16.000 erstmal. Es ist immer die gleiche, es müsste eigentlich immer der gleiche. Ne, das waren 20.000 gekriegt. Aber es ist mittlerweile 16.000 halt auch nicht mehr so richtig viel, ne? Ne, gar nicht. So, dann führe er mich zum Drachdrach. Ja, ach so, das ist jetzt ein gutes Stück. Dann machen wir erstmal. Also, theoretisch ist der Drache, warte, wenn ich jetzt so. Wie setzt man die weißen Markierungen? Ich kann mit X einfach auf die Landschaft drücken. Ich weiß nicht, was du machen musst dafür. Also, entweder ist der hier. Okay, Mark wird's denn eh, genau. Entweder ist er hier oder hier irgendwo. Irgendwo auf so einem Hochplateau, das sind so Fulgurblüten. Weil hier ist, glaube ich, bei drei ist, glaube ich, ein Leuchtfeuer. Und irgendwo bei drei in der Nähe muss es sein. Achso. Ich lasse einfach mal. Ja, dann wahrscheinlich eher bei eins. Ja. Ja, dann lass uns doch erstmal hier die Lager raiden. Also, was man machen muss, ist, glaube ich, hier beim Altusplateau, beim Dektusaufzug, da lang gehen, da wo die Brücke abgebrochen ist und sich da drüber port mit dem Teleporter, dann bist du oben beim Windmühlendorf und von Windmühlendorf aus läufst du dann rechts mit dem Abgrund zur linken lang und dann kommst du da irgendwann hin und dann bist du da und dann ist da der Drache. Aber dann bist du da. Können wir auch einfach irgendwann anders machen. Erstmal hier. Ja. Das ist schon mal, glaube ich, das sollte hier eigentlich nicht lange dauern. Nö, nö. Ich glaube, hier gab es irgendwo Katapult oder so, die wir einen geschossen haben, wenn man hier rumgerannt ist. Ja. Hat gefunden. Hier auf den Karren sind noch. Es gibt noch ein Großschild-Talisman. Jetzt mal kurz die Ballisten angreifen hier. Die schießen doch nur rein. Die haben auch einen erstaunlichen Feuerwinkel. Also ist krass, wie indirekt die schießen können. Mein Herr, würden Sie bitte aufhören, diese Balliste zu bedienen? Danke. Hm. Die Lager sehen noch nicht so gut besucht aus hier. Gut. Hätten wir das ja auch geklärt. Mit dem Ballisten. Was hat der zweite Karren noch? Großschild Talisman klingt halt nicht wie irgendwas, was ich brauche. So gar nicht eigentlich. Geladenes Trollschwert. Nee, goldenes Trollschwert, nicht geladen. Das ist ein Kürbiskopf, der hier randaliert. Schwert, das den niedrigen Riesen verliehen wurde, die vor langer Zeit gegen Kampfgegner Riesen für den Ahnenbaum kämpfen. Die Vergoldung, die diesem Schwert einst erzielt war, ist längst abgeblättert. Obwohl die Riesen ihren Verstand verloren haben, hüten sie dieses Schwert für ihr Leben. Das kann Trollgebrüll. Okay. Jetzt habe ich das angelegt.
Kann ich das irgendwie tragen? 29 Stärke? Kann ich das weiter nicht? Nee, ich kann das zwei nicht nehmen. Nein, Moment halt. Jetzt musst du das unbedingt auch noch holen, was du hier gefunden hattest. Hallo? Den Karren hinten drin. Ja, ich suche eh gerade mein Schwert wieder. Wo ist denn das schon wieder hin? Ich habe mein Schwert verloren. Ich hasse es, wenn das passiert. Goldenes Trollschwert. Und im anderen Karren gibt es den Großschild-Talisman. Wir können doch schnell zum Evergoal-Ding fahren. Ja, das wird. Na gut, wir haben eine Viertelstunde Zeit für diese Episode. Das schaffen wir auf jeden Fall. Wir lassen es jetzt gleich richtig doll von Godfrey den Boden polieren, dann schaffen wir es nicht. Ist der wischt mit uns einmal? Ja. Weiß ich nicht. Das könnte Denk dran, die haben jetzt das Scaling angepasst und das ist jetzt nicht mehr verbuggt. Der Assassine war gar nicht mehr so leicht, ne? Letztes Mal, dieser Assassinenkönig da. Ja. Und ich habe noch Tiermenschen gefunden. Ich komme. Die echt viele Pfeile. Sie kommen nicht damit zurecht, wenn jemand straft. Wie kann das sein? Das darf der nicht. Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeprüft, ob Straven tatsächlich von Gottstrafe England kommt. Hatte ich irgendwann mal online gelesen, aber ich habe es nie nachgeprüft. Gott strafe England. Ja, das war doch der Spruch der Deutschen. Nö. Ehrlich? Nee, gehört. Tatsächlich. Und deswegen haben die dieses Flugverhalten der deutschen Piloten als Draven bezeichnet. Angeblich. So das Gerücht. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Nee, in der Schulter. Ist noch schlimmer. Noch schlimmer? Noch schlimmer? Wo bist du eigentlich gerade? Ich hab da oben zu dem Lager gelaufen, da war noch so ein Britner, ein Kavallerie. Das ist so schön, das Unterschied. Hier geht dir nämlich gerade der Steinschwertschlüssel, den ich hier gerade gefunden habe. Das ist ja eine Frechheit. Ja, den wirst du noch bitterlich brauchen. Ansonsten gibt's hier nämlich richtig viel nichts. Ich hab hier noch einen Ritter zu Fuß. Ein Ritter zu Fuß. Ein treuer Godfries. Wie auch immer. Ich reite grob in deine Richtung. Achso, das Lager war noch gar nicht fertig, wo wir gerade drin waren, oder? Das geht ja noch so weiter. Das ist ja. Was wollen wir dieses Lager nicht darstellen soll? Das ist ja vom Erdenbaum, das ist denen ihre Hauptstadt. Warum soll haben die irgendwelche Belagerungscamps vor den eigenen Buden? Also, wofür? Hallo. Tatsächlich hat hier der eine Fußsoldat was gedroppt, nämlich ein Messingschild und ein Lane der Soldaten. Warte mal ganz kurz. Wo du jetzt wieder weiter reitest. Oh, hast du gratis? Mhm. Gratis? Ich habe gratis. Oho. Oho! Der richtig doofe Helm. Vielen Dank. Bin okay. Ich werde ihn close to my heart treasuren. Ja gut, dann brauchen wir jetzt noch die Viechters da. Wo waren die Halbmenschen, Leichenfresserviecher? Moment, ich muss reiten. Irgendwo hier in der Nähe vom Fahrstuhl. Ach, da vorne. Südlich halt. Hier. Es sind aber, glaube ich, nicht mehr allzu viele am Leben. Vielleicht sogar niemand mehr. Vielleicht sogar das niemand mehr. Weiß nicht, vielleicht versteckt sich ja noch irgendjemand und bibbernd und hofft darauf, irgendwie jetzt zu entkommen oder so. Da hinten sind noch zwei von den Flugviechern, also da hast du noch Garde walten lassen. Und bei denen da offensichtlich auch, ja. Achso, du meinst noch andere als die beiden. Ach stimmt, da hinten sind auch noch zwei. Naja, scheiß drauf. Machen wir sie fertig. Okay. Ich habe eine super Idee für sie. Mal sehen, ob das klappt. Hüa! Was ist eine Ziege, ob die Ziege überhaupt darauf reagiert, wenn man hier? Das sind sogar drei. Oder? Ja. Mission failed. Das hat super funktioniert. Guck da, er ist dort. Okay. Haha, die Wahnsinnskavallerie. Einmal mehr hat sie gezeigt, wo ihre Stärke liegt. Wahnsinn und Kavallerie sind ihre Stärke. Ja. So, die Sternfallbeste können wir auch machen, ja. Ist das so nah dran hier? Nee, ja, nee, lass erstmal das Evergoal. Oh, hier rechts hoch wäre das.
Okay, erstmal das Evergold. Yeah. Evergold, Schafe, ich tue euch so viel Auswahl. Wirklich, ja? Ja, ist gar nicht, wo du hin musst. Das ist aber das gute altes Plateau. Das ist sehr offen. Irgendwo musst du noch so ein kleines Lager von so einem Mahltypen sein. Also nicht Mahltüter, sondern die Male selber, wie auch immer die eigentlich die Merze aufmeißt. Ich frage es bloß, wie kommt man da runter? Gibt es irgendwo einen Maler ist Weg, der nicht in den Tod endet? Nee, Maler ist es nicht, nee. Mähler? Der Golem schaut dich auf jeden Fall an. Nicht. Ja, ich höre schon, dass ich angegolemt werde. So, auf jeden Fall. Das ist auch ganz schön tief hier. Wie kommt man denn hier? Hinter dem auf. Ah. So kommst du einfach runter. Ja, ja, hier ist. Das geht so graduell so ein bisschen. Das ist. Ich würde es nicht als Treppe bezeichnen wollen. Weil das ist es nun wirklich nicht. Wir können auch wieder deine guten Refugium, Meteor, Dingens, Drachensplittersteine, wie auch immer sammeln. Ruinenfragmente, Sir. Ach ja, das war das Wort. So viele Wörter. Ah, sag ich doch, sag ich doch. Jo. Ja, die sehen anders aus, die haben so. Flecken auf den Schoß. Hm, aber sie droppen gute Waren. Es wundert mich eigentlich, dass es davon nicht eine große Variante gibt von diesen Dingern. Also so einen riesengroßen Wurm. Ich meine, sonst gibt es jeden Gegner irgendwie nochmal mindestens einmal ein richtig dolle Groß. Ich weiß doch gar nicht, warum die da. Also was die darstellen sollen, die sind halt einfach da. Deren Existenz, deren Relevanz wird nie erklärt. Also mich erinnern die halt an die Mana-Würmer aus Magic Carpet. Yes. Na dann. Magic Carpet. Ja, Schimmer, das könnte gut gehen. Schimmerstein hoch. Ahoi. Ach ja, Schimmerstein hoch. Habe ich schon erwähnt, dass es Gottfreu ist? Es ist übrigens Gottfreu und nicht, wie ob man der richtige Boss heißt. Auf Hans Jürgen. Was? Das hab ich erwischt. Verkehrt. Ich glaube, er hat Eis drauf. Ja, er hat Eis drauf. Das ging ja schnell. Brenn's mal runter, dann kannst du wieder anmachen. Hui. Ah, eine so eine Kombo, die haut ganz normal rein. Das ist gar nicht so useless, wie ich dachte. Ich habe doch gesagt, der könnte eventuell ein bisschen anstrengend werden. Und der ist jetzt halb tot, aber er fängt gleich wahrscheinlich mit seinem Drachenunsinn an. Macht einfach noch einen Schlag in der Combo. Ich glaube, ich soll das mit dem Eis lassen, das ist wirklich ineffektiv. Au, aua! What the fuck? Au. Hui! Bon. Hey, da gibt's eine Goldrover. Hast du? Die hab ich. Hast du den Steinschmerzschlüssel eingesetzt, um das jetzt. Nee. Weil ich sehe gerade, dass man hätte, um dieses Evergold zu öffnen, eigentlich einen Steinschmerzschlüssel einsetzen müssen. Also zumindest auf dieser Ebene. Hast du das gerade gemacht? Nee, aber ich hätte machen können, ja. Warte mal. Jetzt steht er natürlich direkt davor gerade. Ich hab ihn, kannst. Ja, hier bist du ja. So, okay, jetzt habe ich einen Steinschmerzschlüssel eingesetzt. Ebene 2 des Evergolds? Nein. Lustig, wenn man den nochmal machen könnte. Ja, dann hätte ich das vielleicht nicht jetzt sofort tun, sondern da draus. Nee, oh, hallo Sasri. Nee, ich dachte, ich könnte das Ding vielleicht einsetzen und dann wird hier drin nochmal. Was macht denn Gottfries Ikone? Frage, gute Frage. Der hat jetzt auch nur 30.000 Talerchen gebracht. Ja, stehst noch da. Also Gottfries Ikone. Hülle, auch ihnen. Ja, verstärkt aufgeladener Zauber und Talente. Ah, ja, okay. Ja, nehmt rein. Habe ich keinen Slot für frei? Nee, den Glauben will auch. Nee. Ich meine, wir laden ja auch eigentlich nur diese eine Art von Zauber auf, oder? Ich lade auch mein Drachending auf. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür auch gilt.
Das wäre durchaus möglich. Was ist denn das hier eigentlich noch für eine Höhle hier? Achso, das ist dieser Weg durch, da kommt man genau zu dem ersten Lager, wo wir unten angefangen haben. Tatsächlich. Oh, hier sind doch kleine Minikrieger und. Ja, das ist so Nebel überall. Macht der Aua? Nö, der ist einfach da. Warum? Weiß nicht. Weil die Typen ihn geworfen haben. Ist mir eigentlich auch. Ach so, jetzt sind wir. Ah, I see. So bin ich auch immer hingekommen und die anderen haben mich dann gefragt, wie bist du da hingekommen, weil wir sind hinterm Grab runter. Ich dachte, ja, da ist doch einfach ein Weg. Und da waren alle so, oh ja, da ist ein Weg. ein Weg, ja. Mensch, kiek an. Hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich nicht außen rum gemusst und so. Das Außenrum war jetzt auch nicht so schlimm. Nö, ging voll. Haben wir das Lager nicht gerade überhaupt... Haben wir seitdem wieder gerastet, seit wir dieses Lager überfahren haben? Wir sind gereist, oder? Ne, wir sind aus dem Evergoal raus. Vielleicht reset das dann einfach. Das reset... Na gut, dann müssen wir jetzt uns mit diesen Lagerbärns hier nicht nochmal auseinandersetzen. Das ist ja nur anstrengend. Ich box dir gerne. Ne? Na dann, dann tue er das. Dann können wir jetzt nächstes weiter zur Sternenfallbestie. Oder? Ja, oder wir machen halt den Weg bis bei der Kirche lang, also den oberen Teil über der Klamm. Dann lass uns das tun. Genau, gute Idee. Aber das alles beim nächsten Mal.